Servus Freunde, ich grüße euch aus Tirol. Hier bin ich in Seefeld und ich möchte heute hoch zur Seefelder Spitze. Gestartet habe ich die Tour an der Rosshütte. Zur Rosshütte kann man hinaufwandern, sind 500 Höhenmeter über einen Forstweg. Oder man nimmt die Bergbahn. Die Bergbahn kostet 27,50 Euro für die Berg- und Talfahrt. Ob diese 500 Höhenmeter, die man sich spart rauf und runter, 27,50 Euro wert sind, muss jeder selbst entscheiden. Ich habe heute ein relativ enges Zeitfenster, weil schon gegen Mittag, früher Nachmittag, soll es zu Schneeregen kommen. Und deswegen habe ich mir die Bergbahn gegönnt. Ja, wenn ich den ganzen Tag zur Verfügung hätte, denke ich nicht, dass ich das erste Stück mit der Bahn abkürzen würde. Ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Es hat gerade so eine apokalyptische Atmosphäre mit den Wolken. Wenn jetzt schon alles zuzieht, dann hätte ich mir die gesamte Tour sparen können. Es ist halt immer auch ein bisschen Glückssache mit dem Wetter. Dort will ich rauf. Eben war es noch frei, der Gipfel war zu sehen. Jetzt ist alles im Nebel. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Und hier, das sind natürlich alles Skipisten. Entsprechend ein wenig verbaut. Dort unten seht ihr Seefeld. Da ist die Rosshütte. Und hier kann man jetzt zum Seefelder Joch noch mit der Seilbahn hochfahren, da gehe ich jetzt zu Fuß hin und das sind 300 Höhenmeter, also diese 300 Höhenmeter hier kann man sich auch noch sparen, aber ein bisschen Höhenmeter will ich dann doch machen und ich wollte auch nicht fragen, wie teuer das dann wird. Ich habe das Seefelder Joch auf 2060 Metern ungefähr Höhe erreicht. Hinter mir seht ihr die Bergstation von der Seilbahn und die Sicht ist im Moment sehr eingeschränkt leider. Mal gucken, ob sich's heute nochmal aufklärt. Von hier aus führt ein Rotpunkt markierter Weg, also Schwierigkeit Rot. Alpiner Wanderweg hinauf zur Seefelder Spitze. 45 Minuten ist angegeben, aber hier liegt jetzt Ende September auch schon der erste Schnee. Könnte also etwas länger dauern. Hier der Grat ist schneefrei. Keine großen Probleme. Nur die Sicht fehlt leider. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Die Route hat 500 Höhenmeter, ist also bei stabilen Verhältnissen ohne Schnee und ohne Nebel ein schöner familientauglicher Alpinspaziergang und auch zum Trailrunning ist das hier sehr gut geeignet und wie immer natürlich in den Alpen die aktuellen Bedingungen checken und dann entscheiden, was man machen möchte. Es will einfach nicht aufklaren. Hier haben wir jetzt ganz weichen Schnee. In den nächsten Wochen soll es aber wieder kälter werden und Schneeregen soll dazukommen. Dann haben wir hier schön Eis auf den Wegen.
Lustigerweise sind diese viel begangenen Wanderwege oft viel, viel mehr vereist als irgendwelche Pfade, die kaum jemand nimmt, weil da natürlich immer so viele Leute den Schnee beim Gehen aufweichen. Und ja, nachts gefriert er dann. Und dadurch werden dann diese ganz einfachen Wege auf einmal zu den schwierigsten Wegen, weil Blankeis drauf entsteht. Die Seefelder Spitze ist erreicht. 2200 und irgendwas. Das war jetzt wirklich ein sehr einfacher Weg hierauf, wie erwartet, bisschen Schnee. So, hier kann man dann jetzt weitergehen noch über den Grat. Oder man geht zurück. Der Weg, der weiter über den Grat führt, der ist Schwarzpunkt, also ein schwarzer Weg. Zum Gipfel der Seefelder Spitze führt auch ein Klettersteig. Ich weiß jetzt gerade nicht welcher, aber ich blende es euch ein. Jetzt gibt es hier doch ein bisschen Aussicht. Es sieht hier jetzt sehr gut aus mit dem leichten Nebel. Das hat schon was und ich gehe jetzt den Grat noch ein Stück weiter. Ich werde jetzt hier keine Überschreitung machen, dafür reicht die Zeit nicht. Aber hier wird der Grat erst richtig schön. Und ich denke mal, halbes oder dreiviertel Stündchen kann ich hier durchaus noch den Grat nehmen und dann umdrehen. Ach, herrlich, hat sich doch gelohnt bei der Aussicht hier. Ja, sehr schön, doch noch etwas Sicht. Wow, ich bin begeistert. Hier jetzt nochmal Beschilderungen und es ist so, dass man von hier aus, von dieser Stelle auch dann zur Rosshütte absteigen kann. Ich muss also nicht zurück wieder über die Seefelderspitze. Das heißt, dann ist der nächste Gipfel für mich doch noch gut machbar. Hier geht es jetzt hoch, ich zeige es euch mal. Da geht es hinauf zum Gipfelkreuz. Das ist die Reiterspitze, 2374 Meter hoch. Und von hier ab ist 1,5 Stunden angegeben. Aber das Stück eben, da war angegeben 2,5 Stunden. Und ich glaube, das hat mich jetzt nur 20 Minuten gekostet. Also ich denke mal, dass ich in 1 Stunde da oben sein kann. Und dann haut das alles zeitlich sehr gut hin. Dann wird das heute doch noch ein schöner Tourentag. Ich war am Anfang etwas enttäuscht. Aber das hier jetzt, ja, ist grandios. Es ist grandios. Hier hat man jetzt durchaus Schneekontakt. Aber der Schnee ist gut zu begehen. So schaut es hier gerade aus. Schon beeindruckend wieder mal. Da komme ich her. Und hier haben wir jetzt 45 Minuten. Bis zur Reiterspitze. Da geht es jetzt hoch. Ein Steig mit Versicherungen und Leitern. Das hier ist die Leiter. Sieht so ein bisschen aus wie eine Baumarktleiter, biegt sich so ein bisschen durch. So schwer bin ich eigentlich doch gar nicht. Und da geht es weiter. Ich bin am letzten Stück des Gipfelanstiegs. Es kann eigentlich nicht mehr weit sein, liegt schon etwas Schnee, aber lässt sich sehr gut machen, auch ohne Grödeln, die habe ich mit, aber ja, brauche ich hier eigentlich nicht.
hoffe, es klart gleich wieder auf. Ich habe den Gipfel erreicht. Leider alles im Nebel. Der Weg hier rauf war jetzt gut machbar. Es lag einiges an Schnee, aber ich denke mal, von dem ganzen Wintereinbruch, der letztes Wochenende passiert ist, da ist ein Großteil des Schnees jetzt auch in der Woche wieder weggeschmolzen. Das war jetzt, sage ich mal, Schnee in der Menge, wie man es Ende September auch durchaus erwarten kann. Ja, hier ist heute nichts los. Im Sommer ist hier oben natürlich die Hölle los. Aber ich bin heute der Einzige, der diesen Gipfel macht. Und jetzt mache ich eine kurze Pause und mit etwas Glück gibt es ja doch noch mal ein bisschen Aussicht. Aber es sieht im Moment nicht so aus. Ich mache mich jetzt direkt auf nach unten. Es gibt leichten Hagel. Denk mal, das ist für mich das Zeichen, dass ich jetzt hier nicht noch lange Pause mache und auf bessere Sicht warte. Ich bin zurück in der Scharte, habe also den Gipfelanstiegsweg nach unten wieder zurückgelegt. Jetzt, wo ich hier unten bin, scheint es sich doch wieder etwas aufzuklaren. Es kam nicht mehr sonderlich viel Schnee, Regen und Hagel, nachdem ich mich aufgebrochen bin. Aber trotz alledem glaube ich, dass das heute so ein Tag ist, wo man nicht unbedingt stundenlang am Gipfel fahren muss, weil das Wetter definitiv im Laufe des Nachmittags schlechter werden soll. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, auch wenn die Aufnahmen zum Teil nur Nebel zeigen. Aber hier und da, denke ich, konnte ich auch ganz gute Aufnahmen ohne Nebel oder mit wenig Nebel zeigen. Mir hat die Tour auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte den Gipfel und den Berg ganz für mich alleine. Und ja, jetzt im Herbst muss man eben immer checken, wie die Lage vor Ort ist. Hier war sie für mich heute in der Tat weniger anspruchsvoll, als ich erwartet habe. Ich habe ja vor 3 Tagen versucht, die Mittenwalder Höhenweg komplett zu machen. Und da sind wir ja umgekehrt nach 2/3, weil es einfach ja von den Schneeverhältnissen für uns nicht mehr ging. Und von daher muss ich sagen, dass es jetzt 3 Tage später hier auf dem Berg, der ja genauso hoch ist und gleich um die Ecke steht, relativ wenig Schnee ist. Das hat mich dann tatsächlich überrascht, ist viel weggeschmolzen. Nichtsdestotrotz, es ist bei weitem nicht schneefrei. Viele Stellen sind rutschig und der Schnee, der jetzt weich ist, der kann eben auch jederzeit dann gefrieren. Jetzt ist so die Jahreszeit, wo man bei jeder Tour genau gucken muss, was man machen kann und was nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß auch mit euren eigenen Bergtouren und bis demnächst. Tschüss.